So Luis, ich wollte mit dir auf jeden Fall sprechen, und du weißt, unsere So Luis Videos sind sehr bekannt und sehr berühmt. Und zwar folgendes, voll heftig wieder mal. Es schreiben immer wieder Leute, schreiben uns an, warum bin ich noch nicht reich oder warum bin ich noch nicht finanziell unabhängig und. Und das ist so krass. Und zwar habe ich jetzt einiges mitbekommen, da kauft jemand für 40 Dollar, sage ich mal, 100 XRPs. Und macht eine Rechnung, dass XRP, sag ich mal, auf so eine Summe geht, sag ich mal, 1000 Dollar geht. Und da sagt er, ja, ich habe 100 Stück. Und wenn er auf 1000 Dollar geht, da habe ich 100.000 Dollar. Ja, da kann ich mich selbstständig machen, da mache ich eine Pizzeria auf und. Und ich finde das so krass, dass die Leute einfach mal, sag ich mal, morgen 100 XRPs kaufen und dann übermorgen am besten, sage ich mal, finanziell unabhängig sein wollen und gar nicht Geduld haben und. Einfach gar nicht, diese Geduld ist gar nicht vorhanden, die ist einfach gar nicht vorhanden. Das ist genauso wie ein Lottospieler, sage ich mal, der, sage ich mal, Lottogewinner werden möchte, der einfach mal Millionär werden möchte. So wie ein Arbeitskollege von uns zwei, aber der gar keine Lotto, der kein Lotto spielt. Der sagt, ja, ich möchte Lotto-Millionär werden, aber spielt lieber Lotto. Ja, von nichts kommt nichts. Und bestimmt nicht, das ist eine Glückssache im Lotto. Und vor allem, ja, der muss auch dafür was tun. Der muss seinen Lottoschein ausfüllen, der muss jede Woche spielen und auf jeden Fall, sag ich mal, hoffen, dass der Glück hat. Ja, das ist ganz einfaches Mindset-Ding, finde ich, ne? Viele Leute natürlich, ich will auch von heute auf morgen am liebsten reich werden, so, ne? Natürlich gibt es auch immer solche Fälle, vielleicht ist das auch der Grund, warum so viele Leute das direkt so glauben oder damit diesen, mit der Einstellung da reingehen. Klar gibt es natürlich Einzelfälle, wo dann Leute durch quasi auch Shitcoins, sag mal, durch von heute auf morgen direkt reich geworden sind, aber das sind wirklich Einzelfälle. Wir müssen sehen, wirklich, das braucht alles seine Geduld. Wir können das immer nur predigen, 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 dass wirklich die Anwendung starten müssen, dass die Technologie, sag ich mal, oder eher gesagt, die Zeit passen muss, dass quasi, wir sind einfach jetzt noch nicht so weit. Ich habe das schon so oft erwähnt. Es gibt noch, sag ich mal, Gastros, es gibt noch Läden, da können wir, also in ganz Deutschland, da können wir erst ab 10 Euro mit Karte zahlen oder vielleicht gar nicht mit Karte zahlen, nur Barzahlung, ne? Und ich meine, dass da sieht man ja, dass wir einfach von diesem System noch nicht so weit sind, dass es noch ein bisschen dauert. Ob wir jetzt irgendwann die Entkopplung von Bitcoin sehen durch die Anwendung, so, da bin ich ja auch überzeugt von, aber das geht halt nicht von heute auf morgen. Wir sind jetzt noch am Bitcoin abhängig, wir sind noch von Bitcoin abhängig und wir sind halt noch alles in diesem Pump und Dump drin. Und solange das noch der Fall ist, werden wir auch nie hohe Preise sehen, da bin ich auch ganz stark von überzeugt. Aber wie gesagt, wenn die Anwendungen dann starten, wenn das dann losgeht, dann werden wir die Preise sehen können und dann können wir natürlich auch reich werden oder finanziell unabhängig werden. Naja, aber die Geduld muss da sein und das haben die viele Leute nicht und deswegen werden ganz, ganz viele Leute sich irgendwann komplett in den Arsch beißen. Ne? Es gibt viele Leute, die haben auch Bitcoin damals verkauft. Ne? Ich meine, die Frage ist auch, wie lange hält man durch? Ne? Ich meine, viele Leute werden bei 10 Dollar rausgehen, wenn XRP den Preis erreicht, ne? Und werden gar nicht, sag ich mal, bis am Ende durchhalten. Da bin ich auf jeden Fall gespannt und das finde ich immer ganz, ganz schade. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz großes Mindset-Ding. Wenn die Leute mal sagen, ja, guck doch, Ripple passiert nichts, aber man muss ja sehen, was passiert in der Zukunft. Wir wollen ja in Zukunft investieren und glauben an die Technologie Ja, in der Zukunft und das ist halt nicht die das stimmt. Gegenwart und nicht die Vergangenheit. So, das ist mein Grundgedanke dazu. Wenn ich manchmal auch, sage ich mal, Nachrichten kriege auf Instagram oder Telegram und es heißt, ja, ich bin froh, wenn XRP irgendwann mal auf 1 Dollar geht, dann wäre ich auf jeden Fall schon froh, da hätte ich, dann würde ich mein Geld verdoppeln und. XRP wird nicht mal auf 1 Dollar gehen. Da frage ich mich echt, was ist falsch in deiner Birne, ne? Was ist falsch in deiner Birne? Warum soll XRP auf nur 1 Dollar gehen? 1 Dollar? Was ist 1 Dollar? Das ist nix. Bei den Anwendungen vor allem, bei dem Use Case Monster, ne, das ist ja, das ist Schwachsinn auf jeden Fall. Das ist halt einfach Unwissenheit und einfach vielleicht Leute auch, die sauer sind, die vielleicht schon lange dabei sind, die Geduld verloren haben. Na, aber ich kann euch immer nur sagen, wir können euch immer nur sagen, behaltet Geduld, glaubt mir Leute, wir können natürlich zwischendurch immer kleine Projekte mitnehmen, Hypes mitnehmen, was weiß ich, kann man natürlich sehr, sehr viel Geld mitmachen, das sagen wir ja gar nicht.
Aber das ist halt wirklich Zukunft und sieht das alles auf Jahre gesehen. Ne? Wie gesagt, nicht von heute auf morgen, sondern 5, 10, 15, 20 Jahre. Wisst ihr, wo wir dann stehen? So, guck mal, die Technologie, wie krass die einfach in dieser Zeitspanne vorangeschritten ist im Vergleich zu der ganzen Lebensgeschichte der Menschheit. Ne? Und dann sieht man ja, wie weniger das immer wird und der Fortschritt immer größer wird. Ne? Und deswegen, wo stehen wir in 5, 10, 15 Jahren, 20 Jahren? Da überleg mal, da muss man ein bisschen hingucken. Deswegen höre ich auch jetzt immer wieder Stimmen, die sagen, hey, ich will unbedingt diese Shitcoin kaufen, um Millionär zu werden. Darauf wollte ich kurz mal einiges sagen. Ich wollte ganz kurz was dazu sagen, und zwar folgendes. Diese Leute, die, sage ich mal, durch Shitcoins Geld gemacht haben, die zeigen nur die Leute, sage ich mal, die mit Shitcoins Geld gemacht haben, die sehen wir im Internet. Mhm. Aber die Leute, sage ich mal, die mit Shitcoins nicht Geld gemacht haben, die, da sind aber Tausende, aber Millionen von Leute, von denen hören wir gar nichts, weil diese Leute werden nicht in den Medien gezeigt. Es wird nur in Medien gezeigt, die Personen, die Geld gemacht haben. Aber die anderen, die Geld verloren haben, werden nie aufgelistet. Das ist auch mit Trading so. Sag ich mal, jemand macht mit NFTs oder mit Trading und macht Kohle, diese Person werden auf jeden Fall gezeigt, die wird gesagt, ah, guck mal, der hat so und so viel Geld gemacht. Aber die Person, sag ich mal, die Geld verloren haben, die vielleicht eventuell, sag ich mal, seine ganze Existenz aufs Spiel gesetzt haben, weil die irgendwie auf etwas gehofft haben, diese Personen werden auf jeden Fall nicht gezeigt. Und deswegen denken die Leute immer, oh, das ist eine sichere Seite, guck mal, der und der hat es auch geschafft. Aber was sind mit den 1000 anderen, die es nicht geschafft haben, die das Gleiche angewendet haben? Ja, vor allem bei Shitcoins sind es mehrere hunderte Projekte, in die du rein investierst. Und dann wird eins vielleicht mal durch die Decke gehen. Und bei unseren Projekten, sag ich mal, mit dicken Use Case, geht man halt in ein Projekt rein. Ne? Ich meine, wir gehen natürlich auch in mehr Projekte rein, aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Deswegen würde ich einfach mal sagen, schön, dass wir kurz darüber geredet haben, Luis. Das bedeutet mir auf jeden Fall viel und ich würde gerne mit dir weiter darüber reden. Schön geschnattert haben wir. Ich würde mich auf jeden Fall noch bei Ali O bedanken für seine Donation. Im letzten Video hat der uns eine Donation rausgeholt. Keine geil, Donation, sondern so ein Super Thanks oder wie heißt das? Unter den Kommentaren auf jeden Fall. Richtig geil. Danke dir auf jeden Fall. Sehr, sehr coole Sache. Unterstützt du auf jeden Fall sehr, sehr mit. Ist zwar nur ein Fünfer gewesen, aber für uns bedeutet das auf jeden Fall viel, denn dies zeigt auf jeden Fall, dass du das cool findest, was wir machen. Und wir freuen uns über jeden Euro, den wir kriegen, und wollten uns auf jeden Fall bei dir, Ali, sehr, sehr bedanken. Deswegen, Leute, abonnieren nicht vergessen, gefällt mir drücken. Schreibt in den Kommentaren, was ihr dazu sagt, zu unserem Talk hier. Werd auch du ein Teil unserer Instagram-Seite XAPI Deutschland und vor allem unsere Telegram-Gruppe XAPI Deutschland. Ihr seid alle herzlich willkommen. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Haut rein.